Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu dieser Videokonferenz zum Thema Weimar Reloaded? Fragezeichen. Es geht dabei um den neuen Antisemitismus, eine große und gefährliche Herausforderung für unsere Gesellschaft. Ich begrüße nicht nur im Namen der Evangelischen Akademie Frankfurt, sondern auch im Namen der Friedrich-Ebert-Stiftung, die in dieser Veranstaltung unsere Kooperationspartnerin ist. Mein Name ist Eberhard Pausch, ich bin Studienleiter der Evangelischen Akademie Frankfurt. Und meine drei Gesprächspartnerinnen bzw. Partner stelle ich Ihnen nun auch in aller Kürze vor, bevor wir in die Diskussion einsteigen. Das ist zunächst Herr Daniel Neumann. Daniel Neumann ist Rechtsanwalt von Beruf und der Direktor des Landesverbandes jüdischer Gemeinden in Hessen. Guten Tag, Herr Neumann. Guten Tag. Dann begrüße ich Frau Heike Hofmann. Sie ist auch Juristin von Beruf und seit einiger Zeit die Landtagsvizepräsidentin des Hessischen Landtages. Heike Hofmann ist Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, SPD. Guten Tag, Heike Hofmann. Guten Tag. Und schließlich begrüße ich Andrea Thiemann. Frau Thiemann ist Pfarrerin in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, genauer gesagt in Bickenbach, aber hauptsächlich deshalb bei uns zu Gast heute, weil sie die Vorsitzende des Gesprächskreises im Dialog ist. Im Dialog ist ein Gesprächskreis, der das christlich-jüdische Gespräch in unserer Landeskirche Hessen und Nassau initiiert, durchführt, organisiert, auch in Form von Tagungen und Veranstaltungen, aber auch mit Hilfe von Publikationen aller Art. Guten Tag, liebe Andrea Thiemann. Ja, ich will nur ganz kurz zwei Vorbemerkungen dem vorwegschicken, was wir hier miteinander besprechen wollen. Das eine: Es gibt im Moment ein Megathema, das die Medien beherrscht. Das ist die Corona-Pandemie. Andere Themen sind deswegen nicht unwichtig. Und es ist eine Gefahr, dass wir uns thematisch verengen und nur noch über ein Thema sprechen und in allen Medien erfahren und streiten. Das darf nicht sein. Auch andere Themen sind wichtig. Soziale Gerechtigkeit, die Klimagerechtigkeit, der Weltfrieden, die Abrüstungsthematik und eben auch der Antisemitismus, der neue Antisemitismus, wie er in dem Anschlag von Halle im vergangenen Oktober erneut sichtbar geworden ist. Auch dieses Thema ist wichtig und deshalb widmen wir uns ihm. Zweite Vorbemerkung: Das hat schon mehr mit der Corona Pandemie zu tun. Diese Zeit ist ja bestimmt von vielen Verschwörungstheorien. Da tauchen Gerüchte auf und Fake News und die verdichten sich zu Verschwörungstheorien. Das betrifft die Pandemie und es betrifft in gewisser Weise auch den Antisemitismus. Man kann ihn definieren als eine der ältesten Verschwörungstheorien in der Welt. Ja, Theodor W. Adorno, der Frankfurter Philosoph und Sozialwissenschaftler, sagte, das ist ein Lügengerücht, der Antisemitismus. Und Lügengerücht kann man auch durchaus ersetzen durch das Wort Verschwörungstheorie. Ein bisschen anspruchsvoller, aber es meint nicht viel anderes. Damit bin ich im Thema drin und angekommen. Und möchte die Fragerunde eröffnen mit Heike Hofmann. Liebe Heike, was tut die Politik derzeit hier in Hessen angesichts der neuen antisemitischen Herausforderungen in unserer Mitte?
Ja, Eberhard, wir bleiben beim vertrauten Du. Ich möchte zunächst an das, was du gesagt hast, erstmal anschließen und auch an den Videoclip, den Daniel Neumann uns ja eben, den wir eben gesehen haben. Daniel Neumann hat den Antisemitismus als älteste Form des Hasses bezeichnet. Und wenn man sich die aktuellen Zahlen anguckt, die morgen auch nochmal vom BKA mit dem Innenminister vorgestellt werden, ist es gräulich. Also die Straftaten gegen Juden und jüdische Einrichtungen sind um 13% nochmal gestiegen im letzten Jahr. 2000 Taten gegen Juden und jüdische Einrichtungen. Und was du eben einstiegs gesagt hast, nämlich dieses Phänomen in Anführungsstrichen, dass auch antisemitistische Verschwörungstheorien und Stereotype zunehmen. Das hat die Recherche- und Informationsstelle RIAS auch ganz klar nachgewiesen. Und das ist eine sehr besorgniserregende Entwicklung, nämlich, dass der Antisemitismus leider in unserer Gesellschaft, gerade wir als Deutsche haben ja aufgrund unserer Geschichte eine besondere Verantwortung, damit umzugehen mit dem Thema Antisemitismus. Nicht nur der Antisemitismus nie weg war, im Gegenteil, die Bertelsmann Stiftung, das hat Daniel Neumann eben in diesem Videoclip auch gesagt, hat nachgewiesen, dass ein Viertel der Befragten latent sozusagen judenfeindlich sind und dann die aktuellen Zahlen. Und der Antisemitismus hat in unserer heutigen Zeit leider nur eine neue Fratzke, ein neues schreckliches Gesicht. Und dem müssen wir uns gerade als Deutsche, als Gesellschaft entschlossen entgegenstellen. Und das setzt, um deine Frage jetzt konkret zu beantworten, Eberhard, ein Maßnahmenbündel voraus. Ein Maßnahmenbündel, ich will einige wenige Beispiele nennen, damit es nicht zu lang wird. Und es ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, der sich nicht nur die Politik stellen muss, sondern die gesamte Zivilgesellschaft. Wir müssen da Zivilcourage auch zeigen. Nämlich das Allerbeste ist es für das Erstarken des Antisemitismus, wenn er einfach sozusagen loswabern kann, wenn er sich entwickeln kann, wenn er sich verbreiten kann, wenn sich niemand gegen ihn stellt. Und ich möchte auf deine Frage konkret antworten. Ich finde, dass die Politik, wenn man sich das genau anschaut, entweder Bund oder Land, schon einiges macht. Es reicht aber nicht aus. Was wird gemacht? Zum Beispiel hat jetzt der Bund ein Bundesprogramm aufgelegt mit über 115 Millionen Euro Demokratie leben, das über 5000 Projekte in ganz Deutschland fördert. Nämlich, wir wissen, dass der Antisemitismus ganz klar auch unsere rechtsstaatlichen demokratischen Strukturen anficht und angreift. Das heißt, nur die Demokratie ist auch der wirksame Schutz gegen Antisemitismus. Deswegen ist der richtige Ansatz, hier unsere Demokratie zu stärken. Und das als eines dann daneben, ich bin gleich fertig, ist es so, dass der Bund jetzt auch mit gesetzgeberischen Aktivitäten gesagt hat, wir müssen da nachjustieren, was ich auch wichtig finde, gerade auch als Rechtspolitikerin. Es wird jetzt gerade im Deutschen Bundestag ein Gesetz gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität beraten und hoffentlich verabschiedet, indem nicht das sogenannte Hate Speech, also die Hasssprache gerade im Netz, denn gerade Antisemitismus äußert sich besonders aggressiv und besonders lautstark im Internet. Und da sagt der Gesetzgeber, da müssen wir nachjustieren. Das heißt, der Strafrahmen muss da erhöht werden bei solcher Hasssprache im Netz. Sofort muss auch der Provider das melden. Es müssen entsprechende auch Auskunftsbefugnisse gegenüber Telemediendienstanbieter verankert werden. Das sollen verankert werden. Und was ich ganz wichtig finde, ist, das sage ich auch als Rechtspolitikerin, allein schon der Umstand des Antisemitismus, dass sozusagen diese Hassansprache mit einem antisemitistischen Hintergrund belegt wurde, wirkt strafverschärfend. Vielen Dank, Heike. Das ist ja schon ein ganzes Potpourri von Maßnahmen, die du da aufgezählt hast. Wenn du 1 Million Euro zur Verfügung hättest und könntest sofort Maßnahmen auf den Weg bringen in deiner Funktion im Hessischen Landtag. Welche Sofortmaßnahmen würdest du vorschlagen?
Also jetzt rede ich mal aus der Landesperspektive, weil das ja auch sozusagen auch hier vor Ort unsere Aufgabe ist. Was ich ganz zentral finde, und das knüpft an das an, was ich vorhin gesagt habe mit Demokratie stärken, ist, dass wir die politische Bildung aus unserer festen Überzeugung heraus schon in den Kitas Demokratieerziehung implementieren müssen. Da gibt es Ansätze, aber das ist noch nicht implementiert. Und wir müssen damit fortfahren in den Schulen. Weil wir haben das Fach Politik und Wirtschaft. Politik ist abgewertet worden als Fach in den letzten Jahren. Das müssen wir wieder aufwerten. Und ich finde es richtig, dass das ist auch eine Forderung des Präsidenten. Ich habe mit ihm jüngst erst Auschwitz besucht. Das hat mich sehr geprägt. Boris Rhein. Mit Boris Rhein, dem Landtagspräsidenten. Das hat mich sehr geprägt, dieser Besuch, und tief berührt. Und daraus ist erwachsen die Bitte und Anregung an die Politik, die leider noch nicht umgesetzt wurde, dass jeder Schüler im Rahmen in seiner Schulzeit einmal eine Gedenkstätte besucht haben muss, nämlich wieder das Vergessen. Das ist ganz wichtig, ein ganz wichtiger Ansatz. Wir dürfen nie das Geschehene, den Holocaust, die Shoah, die sich ja leider jetzt auch zum 75. Mal jährt, das dürfen wir nie vergessen, sondern müssen gerade für junge Generationen das natürlich in geeigneter Form in Erinnerung belassen und sie auch entsprechend wachrütteln. Vielen Dank, Heike. Ein Erziehungs- und Bildungsauftrag hat natürlich der Staat, aber einen solchen Auftrag nimmt auch die Kirche wahr, die evangelische Kirche, die katholische Kirche auf ihre Weise. Damit gehe ich jetzt mal weiter zu Andrea Thiemann und frage dich, liebe Andrea, zunächst mal, was mich bestürzt, wieso gab es eigentlich in den christlichen Kirchen über viele Jahrhunderte so etwas wie eine Judenfeindschaft, eben den Kern des Antisemitismus? Das ist doch auch eigentlich verwunderlich, oder? Denn im Grunde ist das Christentum eine jüdische Sekte, ist jedenfalls aus dem Judentum heraus entstanden. Warum diese Feindschaft? Also ich würde sagen, es hat dort wesentlich seine Ursachen an dem Auseinandergehen dieser beiden Religionen. Und insofern ist der christliche Antijudaismus sozusagen der Nährboden für den aggressiven Antisemitismus der Nationalsozialisten. Und ohne den christlichen Antijudaismus wäre auch der sogenannte moderne, ab 1800 aufkommende nationalsozialistische, sozialdarwinistische und rassistische Antisemitismus nicht entstanden. Und umgekehrt sollte darum klar sein, dass es auch heute unserer Ansicht nach keine Überwindung des Antisemitismus geben wird, ohne Überwindung des christlichen Antijudaismus. Denn der Antijudaismus durchzieht die Geschichte des Christentums seit seinen Anfängen, dem Auseinandergehen von Judentum und Christentum in den ersten Jahrhunderten. Und die fatale Logik, die hinter dieser antijudaistischen Haltung steht, ist einfach. Denn für die frühe Kirche bedeutete die Weigerung der meisten Juden und Jüdinnen, Jesus Christus als den Messias und den Sohn Gottes anzunehmen, so etwas wie eine Infragestellung ihres Wahrheitsanspruchs. Das schlichte Dasein und Festhalten von Juden und Jüdinnen an ihrem Glauben wurde bis über die Reformation hinaus als Angriff auf das Christentum verstanden. Und seit dem 4. Jahrhundert schon wurden Juden und Jüdinnen darum im christlichen Europa rechtlich, sozial und ökonomisch benachteiligt, ausgegrenzt, verfolgt, vertrieben und vielfach ermordet. Dies wiederum galt nach christlichem Verständnis als Beweis göttlicher Strafe für die angebliche Verstockung oder Gotteslästerung der Juden und Jüdinnen. Verstärkend kommt dann noch hinzu, dass überkommene judenfeindliche Stereotype mit einer Ideologie unterfüttert wurden, die aus der Bibel hergeleitet, in kirchlichen Lehren integriert und so zu einem kulturellen Dauerphänomen der Geschichte Europas wurden. Als Beispiel könnte man scharfe Äußerungen im Neuen Testament anführen, die ihrem Kontext, nämlich einer innerjüdischen Diskussion und Polemik entrissen, zu zeitlosen Pauschalurteilen umgemünzt wurden. Wir können da denken an Sätze aus dem Neuen Testament wie
Juden hätten den Teufel als Vater oder sie seien die Mörder Jesu und Feinde aller Menschen. Das lässt sich für Verschwörungstheorien auch heute gerne wieder aufgreifen. Nach damals offizieller Kirchenlehre behauptet zum Beispiel die sogenannte Enterbungslehre, Gott habe sein zuerst erwähltes Volk verworfen und seine biblischen Verheißungen auf die Kirche übertragen. Diese sei nun das wahre Israel und werde so selbst zum alleinigen Volk Gottes. In alten Kirchenliedern zum Beispiel finden sich solche Vorstellungen bis heute. Und dann nicht zuletzt die von Martin Luther entwickelte theologische Denkfigur von Gesetz und Evangelium, die Rolle des am Gesetz scheiternden, verworfenen jüdischen Volkes wurde damit festgeschrieben. Vielen Dank, Andrea. Das ist so ein Überblick in aller Kürze über kirchengeschichtliche Wurzeln des Antisemitismus. Und da gab es ja doch offenbar eine ganze Reihe, wenn das bis auf die Bibel zurückgeht und auf die frühe Kirche und durch Martin Luther sozusagen noch befestigt und erweitert wurde, dann ist das schrecklich und erschreckend für mich. Und das kulminierte ja dann im Holocaust, in der Shoah, Heike hat es schon erwähnt. Aber gab es denn wenigstens nach dem Zweiten Weltkrieg eine Entwicklung, sodass man sagen kann, da haben wir Christinnen und Christen etwas gelernt aus dieser schuldhaften Geschichte mit unserem jüdischen Geschwistervolk? Welche Lernprozesse oder Elemente des Lernens gibt es oder gab es da aus deiner Sicht? Also Anstoß war auf jeden Fall dieser massenhafte Mord an den Juden, dass man in Europa und in den Kirchen anfing, nach Kriegsende darüber nachzudenken, wie die eigene Rolle denn da eigentlich gewesen sei. Und in der ersten Nachkriegserklärung, dem sogenannten Stuttgarter Schuldbekenntnis der neu gegründeten evangelischen Kirche von Deutschland aus dem Oktober 1945, fehlte dann allerdings noch der Hinweis und der Bezug zur Shoah. Aber dann unter dem Einfluss namhafter Theologen, da seien jetzt nur Karl Barth und Helmut Wollwitzer genannt, kam langsam eine neue Besinnung auch auf in der theologischen Diskussion und auch in der Verhältnisbestimmung zum Judentum. Die deutschen evangelischen Kirchentage beispielsweise leisteten da auch wertvolle Arbeit für die Weiterentwicklung dieses Denkprozesses, der bis heute eigentlich nicht abgeschlossen ist. Und jede neu heranwachsende Generation sollte sich bei ihrer kritischen Auseinandersetzung mit Phänomenen und Mechanismen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit nicht nur mit Antisemitismus, sondern auch mit dessen Wurzeln im christlichen Antijudaismus auseinandersetzen. Mal ein konkretes Beispiel. Wir befinden uns ja hier als Evangelische Akademie Frankfurt auf dem Boden der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Und diese Kirche hat im Jahr 1991 ihren Grundartikel verändert und erweitert. Kannst du dazu etwas sagen? Also dieser Grundartikel ihrer Verfassung, ihrer Kirchenordnung? Genau, also ich denke so grundsätzlich auf kirchenleitender Ebene, und das kann man sicherlich für evangelisch und katholisch sagen, haben wir einen ganz guten Stand erreicht. Und alle Landeskirchen haben wie die EKHN 1991 Erklärungen abgegeben. Und da ist interessant, dass das eben ja nicht nur auf dem Papier gelandet ist, sondern dass es in der EKHN beispielsweise so ist, dass in jeder Ordination, also der Einführung von neuen Pfarrerinnen und Pfarrern in ihren Dienst, dieser Text verlesen wird und die Pfarrerinnen quasi darauf vereidigt werden. Und das waren natürlich wesentliche Schritte. Und dennoch liegen aktuelle Erhebungen auf dem Tisch, dass es im Theologiestudium eigentlich immer noch Glückssache ist oder von dem jeweiligen individuellen Interesse der Studierenden abhängt, ob sie überhaupt Themen im christlich-jüdischen Dialog belegen. Denn prüfungsrelevant sind sie in der Regel bis heute weder an den universitären Examen noch im kirchlichen Examen. Und damit ist es also meistens tatsächlich an den Pfarrerinnen oder Pfarrern, was in den jeweiligen Kirchengemeinden
landet, was gepredigt wird und wie man auch in der gemeindlichen Arbeit mit dieser christlich-jüdischen Thematik umgeht. Ja, also ganz konkret, vielen Dank, Andrea. Dieser Grundartikel, da steht drin, es gibt eine bleibende Erwählung des Volkes Israel. Genau, also, um den genauen Wortlaut, aus Blindheit und Schuld zur Umkehr berufen, bezeugt die Kirche neu die bleibende Erwählung der Juden und Gottes Bund mit ihnen. Das Bekenntnis zu Jesus Christus schließt dieses Zeugnis ein. Sehr schön, ja genau. Es ist wichtig, diesen Satz immer wieder zu zitieren und in Erinnerung zu rufen. Er ist Grundlage des Wirkens unserer Kirche. Und wenn es heißt bleibende Erwählung, dann ist ganz klar, wer erwählt ist, der ist eben nicht verworfen. Und das, was über Jahrhunderte auch in den christlichen Kirchen gesagt wurde, die Juden sind das verworfene Volk, das wird hier theologisch ganz klar korrigiert. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, Andrea. Erzähl doch einfach mal ein bisschen aus der Praxis, was der christlich-jüdische Gesprächskreis im Dialog macht, um dazu beizutragen, den Antisemitismus zu überwinden. Genau, vielleicht nochmal als Rahmendaten. Unser theologischer Arbeitskreis setzt sich zusammen aus überwiegend aktiven Pfarrerinnen und Pfarrern unserer Landeskirche, einem ruheständischen Lehrer und einem jüdischen Mitglied. Seit den 50er Jahren werden Materialien für Gottesdienste und gemeindliche Lehre erarbeitet, die das Verhältnis zwischen Judentum und Christentum in Wertschätzung und gegenseitiger Anerkennung als offenen Prozess neu formulieren. Wir entlarven antijüdische Stereotype in theologischen Aussagen und bilden und bieten alternative Sichtweisen an. Auch in den von uns durchgeführten akademischen Tagungen und Fortbildungen für Pfarrerinnen und Predikantinnen geht es immer um die kritische Bewusstseinsbildung und Sensibilität im Umgang mit biblischen Texten, die uns zwar mit unterschiedlichem Blick, aber eben dennoch mit Juden und Jüdinnen verbinden. Und unser Glaube basiert eben auf der Grundüberzeugung der bleibenden Erwählung Israels, so wie wir es eben im Grundartikel gehört haben. Wir lehnen grundsätzlich Judenmissionen ab, weil wir sagen, dafür gibt es auch keine Begründung. Und Juden und Christen haben je in ihrer Verheißungsgeschichte einen eigenen Auftrag an die Welt, den sie auch gemeinsam wahrnehmen können. Wir haben es uns letztendlich zur Aufgabe gemacht, die theologischen Wurzeln des christlichen Antijudaismus aufzudecken, transparent zu machen und das Verhältnis von Juden und Christen im Dialog miteinander neu zu formulieren, um dem Antisemitismus die Basis zu entziehen. Und das passiert eben durch diese Veröffentlichungen, Ausstellungen, Vorträge. Wir bieten immer wieder Reisen nach Israel an für Gemeindegruppen. Also versuchen auf unterschiedlicher Ebene miteinander ins Gespräch zu kommen und unsere theologischen Einsichten dann eben in die Kirchengemeinden hinein zu bringen. Dazu wünsche ich euch gutes Gelingen, dass ihr möglichst viele erreicht. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Andrea. Damit komme ich zum Daniel Neumann. Last not least, würde ich sagen. Aber lieber Daniel, du hattest im Grunde auch schon das erste Wort, wenn auch nicht in unserer Konferenz, so doch in einem separaten Videoclip, den wir ja eingangs uns alle angeschaut haben. Und da hast du mal ganz grundsätzlich in die Thematik und in die Problematik eingeführt. Vielen Dank dafür. An dich habe ich auch ein paar Fragen. Nun gibt es ja sicher theologische Wurzeln, von denen haben wir gehört, des Antisemitismus. Aber wie ist ein solches Phänomen überhaupt erklärbar, dass in ganz vielen Völkern, in ganz vielen Staaten, in ganz vielen Ideologien so ein Element eingebaut ist, das sagt, die Juden sind böse, sie sind unser Unglück, man muss sie vertreiben mindestens oder ihnen noch Schlimmeres antun. Aus deiner Sicht, was sind denn reale Wurzeln eines solchen unsinnigen Hasses? Das ist die Frage aller Fragen. Es ist ein Gerücht über die Juden, wie Adorno sagte. Und es ist, wie ich in der Einleitung schon sagte,
der älteste Hass, den die Menschen überhaupt kennen. Also der älteste Hass, der sich auf eine Gruppe, auf ein Volk, auf eine Religion, auf eine Ethnie, wie auch immer man Juden letztendlich bezeichnen möchte. Aber es ist dieser uralte Hass, der sich auf Juden konzentriert. Warum das so ist? Dazu sind schon Hunderttausende von Büchern geschrieben worden und es gibt bis heute eigentlich keine Antwort, die wirklich alle zufriedenstellt oder von der man sagen kann, das ist die eine Antwort, die alles erklärt. Es ist ein gewisses Phänomen, es ist eine Art Chimäre, es ist amöbenhaft, also etwas, was man versucht zu greifen und jedes Mal, wenn man glaubt, man habe eine Erklärung dafür gefunden, dann verändert sich auf einmal wieder was, dann verändern sich Argumentationen, dann verändern sich die Vorurteile oder das Objekt, also die Juden selbst verändern sich und auf einmal wird es nicht mehr greifbar. Auf einmal muss sich sozusagen die Argumentationslinie des Antisemitismus wieder neu aufstellen, muss sich wieder neu in Stellung bringen und das haben wir im Lauf der Geschichte eben immer wieder erlebt. Andrea Thiemann hat das gerade deutlich gemacht, also die Ursprünge im christlichen Antijudaismus, die ja schon tausende von Jahren zurückreichen, dann später sozusagen der Sozialdarwinismus, der eliminatorisch gewirkt hat, der also wirklich, bei dem es nicht ausreichte, dass Juden ihre Religion wechseln oder ihren Glauben verlassen, sondern bei dem es tatsächlich nur darum ging, Leben oder Tod. Wer jüdisch war, der musste umgebracht werden. Und nur so konnte dieses Problem aus der Sicht der Nazis überhaupt gelöst werden. Bis zu der heutigen Ausprägung des Judenhasses, die sich eben vorwiegend auf Israel konzentriert und Israel als den Staat unter den Juden, den jüdischen Staat angreift, den Juden unter den Staaten. Das sind unterschiedliche Ausprägungen von Antisemitismus, ohne dass man damit jetzt eine Erklärung geliefert hätte. Erklärungen gibt es eine ganze Reihe. Es gibt zum Beispiel eine ganz allgemeine Erklärung des Historikers Salo Baron, der sagt, Antisemitismus ist the dislike of the unlike. Also einfach, man mag Juden nicht, weil sie anders sind als andere. Also sozusagen das Fremdsein. Das Fremdsein, das vereinen Juden aber auch mit anderen Menschen. Also das eint Juden mit Menschen anderer Nationalitäten, anderer Glaubensgemeinschaften, anderer Kulturen. Also das alleine kann es nicht sein. Es gibt eine andere Erklärung der Harvard-Professorin Ruth Weiss, die sagt, es ist die Organisation von Politik gegen Juden. Also es ist sozusagen ein Bindemittel, um Politik gegen Juden zu organisieren. Und warum ausgerechnet gegen Juden? Da sagt sie, naja, weil Juden waren traditionell eben das Volk, was in ihrer DNA schon mal Gewaltlosigkeit eingeschrieben hatte. Also das mag zur Zeit der Bibel noch anders gewesen sein, vor 3000 Jahren, aber zumindest in den letzten 2000 Jahren ist es sicherlich mit im Erbgut des jüdischen Volkes verankert, dass man eher auf Gewaltlosigkeit, auf Kompromiss, auf Dialog setzt, als auf kriegerische. Es war leichte Beute. Man konnte Juden, ohnehin zahlenmäßig gering waren und die selten in Machtpositionen waren, konnte man recht leicht zum Sündenbock machen, konnte sie angreifen, konnte sie für das Übel der Welt verantwortlich machen, ohne dass man fürchten musste, dass das jüdische Volk sich später gegen einen wendet und man sozusagen mit Racheakten zu rechnen hat. Und dann gibt es tatsächlich auch ganz andere Ansätze, die beispielsweise eher religiöser Art sind. Also Ansätze, jüdische Volk, Juden sich früher mal versucht haben zu erklären, warum sie eigentlich gehasst werden. Und eine dieser Erklärungen findet sich beispielsweise schon im Talmud. Und die sagt, der Hass auf die Juden ist dem Sinai entsprungen. Was bedeutet das? Das bedeutet im Prinzip, in dem Moment, in dem das jüdische Volk zu einem Volk wurde, die 10 Gebote bekommen hat, die Lehre der Tora bekommen hat, den ethischen Monotheismus sozusagen in die Welt tragen wollte, in dem Moment hat man sich eine ganze Reihe von Feinden gemacht. Weil in dem Moment, in dem man sagt, es gibt eine Moral und die ist universell und alle Menschen müssen sich an dieser Moral, an diesem Kodex messen lassen. Und in dem Moment, in dem man in einer paganistischen Welt sagt, alle eure Götter sind eigentlich nur Unfug und es gibt nur diesen einen Gott und das, was er sagt, ist richtig
und danach sollte man sich orientieren, wenn man eine bessere Welt haben will, dann macht man sich mit diesen Ideen natürlich nicht nur Freunde. Ja? Und wenn dann auch noch das, was vorhin gesagt worden ist, also die Idee des auserwählten Volkes hinzukommt, eine Idee, die heute nur noch ganz wenige vertreten, weil den meisten Juden das selbst sehr unangenehm ist, diese Idee, die mir aber sehr sympathisch ist, wenn man sie richtig versteht, nämlich als eine übernommene Verantwortung und nicht als irgendeine Art von Chauvinismus oder schlechter Stellung. Das ist überhaupt nicht die Thematik. Wenn man diese Idee des auserwählten Volkes aber da noch reinmischt, ja, dann gibt es zumindest Anlass zu verstehen, warum Menschen, Juden nicht müssen. Also das sind verschiedene Vorstellungen, warum man Juden nicht mag, was die meisten Vorstellungen allerdings verbindet, ist, dass Antisemiten sich in eine Opferrolle hineinbegeben, dass sie versuchen, Juden für all die Probleme, die sie haben, für all das Unglück auf der Welt verantwortlich zu machen, weil sie die entscheidende Frage nicht stellen, nämlich die entscheidende Frage ist, was habe ich falsch gemacht? Warum bin ich in dieser Situation, in die ich jetzt gekommen bin? Was hat mich da reingebracht? Warum geht es mir vielleicht ökonomisch schlecht? Warum geht es mir familiär nicht so gut? Warum bin ich gesellschaftlich nicht so anerkannt? Also in all diesen Fällen würde eine selbstkritische Betrachtung dazu führen, mal introspektiv zu schauen, mal zu schauen, was habe ich denn falsch gemacht? Woran könnte es liegen, dass ich mich in dieser Situation wiederfinde? Einfacher ist es, die Verantwortung sozusagen nach außen zu geben und zu sagen, ich bin nicht verantwortlich für mein Pech, für mein Schicksal, für meine ökonomisch schlechte Situation. Jemand anders muss verantwortlich sein. Und dieser jemand anders ist historisch das Volk, was eben seit Tausenden von Jahren eben gerne herangezogen wird. Und das sind die Juden. Also all das, was ich jetzt gesagt habe, sind keine allumfassenden Erklärungen. Die funktionieren nicht für alle gleich und sie geben kein einheitliches Bild ab. Aber es sind Versuche von Erklärungen, um dieses unfassbare Phänomen doch irgendwie verstehbar zu machen. Vielen Dank, lieber Daniel. Ich würde dich gerne fragen, was wünschst du dir von der Politik und von den Kirchen an Handeln in der jetzigen Situation, in der wir sind, gerade nach Halle? Was können wir tun? Also wir als Evangelische Akademie oder der christlich-jüdische Gesprächskreis oder aber eben der Hessische Landtag, die politischen Parteien in unserem Land. Was würdest du dir von uns wünschen? Also sagen wir mal, die christlich-jüdischen Gesprächskreise als solche tun ja eben genau das, was wichtig ist, nämlich miteinander ins Gespräch kommen, die andere Seite kennenlernen, den Dialog zu führen, um eben nicht nur monodimensional zu schauen, sondern eben die Vielfalt von Sichtweisen auch kennenzulernen und dadurch lernen. Von Politik erwartet man oder erwarten wir, erwarte ich, hauptsächlich, dass sie entschlossen gegen Antisemitismus vorgeht. Dass wir uns also nicht nur mit Sonntagsreden bei Gedenkveranstaltungen zufrieden geben, in denen immer wieder betont wird, dass ein Nie-Wieder-Grundsatz gilt, dass es nie wieder Antisemitismus geben darf, dass Nationalsozialismus nie wieder stehen etc. Das ist schön und gut. Aber das sind letztendlich natürlich Worthülsen, die bei solchen Gelegenheiten tatsächlich immer wieder gesagt werden, die aber mit Inhalt gefüllt werden müssen. Und Politik hat die Möglichkeiten, das mit Inhalt zu füllen, nicht alleine, nicht ohne Gesellschaft, ganz im Gegenteil. Aber sie muss die Grundlagen schaffen, um Gesellschaft zu befähigen. Und das tut sie einmal durch Bildung, indem sie entsprechende Bildungsprogramme aufsetzt, indem sie also viel stärker darauf achtet, was in Schulen eigentlich gelehrt wird, wie stark der Antisemitismus, aber nicht nur der Antisemitismus, sondern eben das, was zum Antisemitismus führen kann, gestärkt wird. Sprich, also nicht das, was zum Antisemitismus führt, soll gestärkt werden, sondern genau das Gegenteil. Sprich, kritisches Denken beispielsweise. Wenn ich also eben genau die Fächer stärke und die Inhalte stärke, die zu Hinterfragen führen, die zu Denken führen, die zu einer multidimensionalen Auseinandersetzung mit Themen führen, dann stärke ich im Prinzip die Skills, die Fähigkeiten, die ich brauche. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist natürlich das Strafrecht.
Also wenn der Staat deutlich machen will, dass er das nie wieder ernst nimmt, dann muss er auch die Mittel des Strafrechts konsequent anwenden und muss eben an bestimmten Punkten auch mal stärker zuschlagen, als er das momentan macht. Das heißt, wenn man sich anschaut, bei aller Liebe für das Demonstrationsrecht und die Versammlungsfreiheit in Deutschland, aber wenn man sich anschaut, was da auf manchen Demonstrationen tatsächlich geschieht, mit welchen anti-jüdischen, anti-israelischen Slogans, Plakaten etc. da operiert wird, wie viel Hass da gesät wird, dann bin ich doch schon sehr irritiert, wo man solche Demonstrationen einschränkt oder gar verbietet, zumal sie teilweise ja tatsächlich volksverhetzenden Charakter haben. Also das sind jetzt nur mal zwei Erwartungen an die Kirche, ist sicherlich, dass man dort weiterarbeitet, wo sozusagen die Kirche hier in Hessen, Nassau zumindest, schon vor fast 30 Jahren zumindest kodifiziert begonnen hat zu arbeiten. Halte ich für unglaublich wichtig, weil es eine Sache ist, so eine Grundsatzerklärung zu fassen und die auch zu publizieren. Und es ist eine andere Sache, die im Alltäglichen tatsächlich zu seinen Schäfchen im Gemeindebetrieb sozusagen herunterzubrechen, die zu den Menschen zu bringen. Das ist eine der größten Herausforderungen, glaube ich, vor der sich Kirche sieht. Jahrhunderte und Jahrtausende Vorurteile, die eben entstanden sind, mit der Kirche Christentum ja auch immer wieder operiert hat, die sozusagen zu entkräften. Und die ja zum Teil auch Anknüpfungspunkte haben, bei denen sie leicht begründet werden können. Also der strafende Gott im Alten Testament beispielsweise, überhaupt schon das Alte Testament, die Begrifflichkeit, das ist uns so in Fleisch und Blut übergegangen, also nicht uns Juden, aber vielen anderen, dass es unglaublich schwer ist, an diesen Vorurteilen zu arbeiten, die aufzubrechen. Und da braucht es tatsächlich den Einsatz in jeder einzelnen Predigt, in denen man sozusagen die historischen Bezüge herstellt, um da immer wieder klar zu machen, passt auf, begebt euch jetzt nicht auf Glatteis. Lasst euch nicht auf diese Rutschpartie ein, die euch direkt sozusagen in die alten antijudaistischen Vorurteile hineinrutschen lässt, sondern passt da auf. Und das ist oft gar nicht mit bösem Willen versehen, sondern das ist teilweise eben auch eigenes Unwissen über die Zusammenhänge, über die Historie, über die biblischen Grundlagen, mit denen man selbst operiert. Und deshalb auch hier Bildung. Bildung, Ausbildung der Pfarrerinnen und Pfarrer, in denen auch dieser Bereich eben viel stärker beleuchtet wird, als das im Moment geschieht. Weil ich glaube, da haben wir in vielen Fällen wirklich noch eine Leerstelle. Ja, also das wird mit sehr oberflächlichem Wissen operiert. Und dieses oberflächliche Wissen reicht einfach nicht aus, um solch einem uralten Phänomen, was so weit verbreitet ist, tatsächlich Herr zu werden. Vielen Dank, Daniel. Ich möchte jetzt der Andrea die Möglichkeit geben, darauf nochmal zu antworten und einzugehen, was eben Daniel gesagt hat. Ja, Daniel, du sprichst uns aus dem Herzen. Das ist ja genau unser Anliegen, mit denen wir immer wieder auftreten, uns auch immer wieder unbeliebt machen in unserer Kollegenschaft, weil es den Leuten auf die Nerven geht, weil wir immer wieder sagen, aber da ist wieder ein Ausdruck so verwendet, wie es eigentlich nicht sein kann. Oder also auch das ist schwierig, du kennst das, in dieser Mahnerrolle dann auch zu sein. Aber in der Tat gibt es immer wieder ganz erschreckende Phänomene. Also es gibt ja ein weites Feld an Predigten, die im Internet kursieren und auch als Hilfsmittel für Gottesdienste zu nutzen sind. Und viele Sachen sind gut. Oft merkt man Hintergründe, gerade haben Leute vielleicht auch bei Studium in Israel mitgewirkt, haben eigene christlich-jüdische Erfahrungen. Das merkt man den Predigten an. Aber es gibt auch Wohlmeinende, die dann trotzdem Aussetzer drin haben. Und wo man merkt, plötzlich ein Kurzschluss. Also ich habe eine Predigt im Kopf, wo es, das war kurz nach dem Anschlag in Halle und es war ein neutestamentlicher Text, wo Mose, wo Abraham als Freund Gottes explizit auch im neutestamentlichen Text drin stand und als Beispiel wurde die Bindung Isaaks, also die christliche Namensgebung, die Opferung Isaaks, die ja keine war und die auch insgesamt sehr schwierig ist,
war da ein Bestandteil und plötzlich war ein Satz drin, wo es praktisch in einer Linie war, der Attentäter von Halle war quasi Abraham mit dem Messer. Ja, also es war völlig verquer und man konnte genau merken, also es war alles irgendwie wohlmeinend gewesen, aber plötzlich war wieder so ein Kurzschluss drin und damit hat man es eigentlich in die Ecke stellen können. Und also solche Dinge begegnen uns immer wieder, aber man braucht einfach einen großen Hintergrund und so eine gewisse Bewusstseinsbildung, um diese Dinge dann auch ja, klar identifizieren zu können und auch anders zu formulieren. Vielen Dank. Jetzt möchte ich die Heike noch mal einbeziehen, die ja immer noch per Audio, also per Telefon bei uns ist. Ja. Ja, wie würdest du auf diese Anregungen und Vorschläge und Impulse deiner beiden Vorredner jetzt noch eingehen wollen? Ich möchte natürlich hauptsächlich auf das, was der Daniel Neumann zum Bereich Politik und Strafrecht gesagt hat, aber auch noch mal ein bisschen mehr akzentuieren, was aus politischer Sicht noch erforderlich ist. Strafrecht ist angesprochen worden. Ich habe gesagt, was der Bundesgesetzgeber jetzt im Deutschen Bundestag mit der Gesetzesnovelle zur Stärkung des Kampfes gegen den Rechtsextremismus und gegen Hate Speech gerade berät, habe ich vorhin ausgeführt. Aber es ist so, dass aus meiner festen Überzeugung heraus in der Tat Polizei, Justiz und auch der Verfassungsschutz gerade zur Bekämpfung des Rechts, nicht nur des Antisemitismus, aber auch des Rechtsextremismus, den möchte ich hier ausdrücklich nochmal erwähnen, dass die enger zusammenarbeiten müssen. Ja, und es ist auch so, dass ich es schon auch überlegenswert finde, dass die Beleidigung, die im Moment als sogenanntes Offizialdelikt ausgestaltet ist, das heißt, nur wenn das Opfer auch sagt, ja, ich will, dass das strafrechtlich verfolgt wird, dass man sagt, dass das halt jetzt auch so ausgestaltet wird, dass es immer verfolgt wird, gerade im Internet. Ja, dann sind die Strafverfolgungsbehörden freier und flexibler zu sagen, ja, uns ist was aufgefallen im Netz, was gerade nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, eine Äußerung, und die können wir auch entsprechend verfolgen. Ich finde, dass man das jetzt auch im Rahmen der strafgesetzlichen Maßnahmen nochmal diskutieren muss, ob man sozusagen mit dem Beleidigungstatbestand anders umgeht. Generell, ich möchte noch mal sagen, dass es aus meiner Sicht ganz wichtig ist, dass wir aber auch die aktuellen Institutionen und Projekte, die es gibt, auch im Land Hessen, zum Beispiel die Anne-Frank-Stiftung in Frankfurt oder das die Kasseler Informationsstelle zur Dokumentation von Antisemitismus, dass wir die auch so auskömmlich finanzieren, dass sie ihre erfolgreiche Arbeit fortführen können. Da haben wir entsprechend auch jetzt Haushaltsanträge gestellt, weil nur durch eine auskömmliche Finanzierung können solche erfolgreichen Projekte auch in der Qualität und Güte, so wie wir es kennen, fortgeführt werden. Jetzt bin ich wieder im Bild, was mich sehr freut. Außerdem sind wir der Meinung, dass es einen Demokratiebericht auch für Hessen geben sollte. Den wollen wir einführen, weil wir nur so über einen umfassenden Bericht, der alle Landesbereiche vom Land über die Landkreise, Städte und Gemeinden eine Bestandsaufnahme haben, wo es noch was zu tun gibt und wo wir Verabsäumnisse haben. Solche einen Demokratiebericht gibt es bereits in Nordrhein-Westfalen. Und ein letzter wichtiger Punkt aus meiner Sicht und aus unserer Sicht ist es, dass wir sogar eine Landesstiftung für Demokratie einführen wollen, die eben gerade in diesen Zeiten, wo die Demokratie auch durch den Antisemitismus angefochten wird, gar womöglich vielleicht sogar unterlaufen wird, unterstützt wird. Wir haben gesagt, da bräuchte man 1 Million Euro, was jetzt nicht die Welt ist, einfach um auch mit allen Interessensverbänden, mit denen wir das organisiert haben, übrigens auch mit der Anne-Frank-Stiftung, die das ausdrücklich unterstützt und gelobt hat, dass wir da auch nochmal wirklich Instrumente haben, um auch dem Antisemitismus entgegenzuwirken. Und noch eine persönliche Anmerkung. Wir hatten erst jüngst als Landtagsfraktion ein Gespräch mit der jüdischen Gemeinde in Frankfurt. Und es bedrückt mich sehr, wenn ich von dort höre, dass mir jüdische Mitbürger erzählen, dass sie sich nicht mehr sicher in unserem Land fühlen. Und da ist für mich wirklich ganz klar eine rote Linie überschritten, die uns zeigt, gerade wir als Deutsche haben die Verantwortung, jüdische Mitbürger in besonderer Art und Weise zu schützen. Und da müssen wir einschreiten.
Vielen Dank, Heike. Das ist sehr deutlich. Jetzt hast du auch die Frage von mir vom Eingang beantwortet, was man mit der 1 Million Euro Gutes tun könnte. Ja, die Summe ist ja von dir auch gerade nochmal genannt worden. Die Erwähnung der Anne-Frank-Stiftung, das ist mir auch sehr recht, denn das ist eine wichtige Kooperationspartnerin von unserer Akademie, von der Evangelischen Akademie Frankfurt. Wir arbeiten sehr gern und sehr häufig mit der ja auch benachbart liegenden Anne-Frank-Stiftung zusammen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, solche Kooperationen zu pflegen und weiterzuentwickeln. Da sind wir dran. Ich möchte Ihnen allen, euch allen dreien nochmal herzlich danken für die Beteiligung an dieser Diskussion und Videokonferenz. Wir haben die eine Stunde nun gut ausgefüllt, die dafür vorgesehen war. Viel länger wollen wir es nicht machen, auch im Blick darauf, dass dann solche sehr, sehr langen Clips auf YouTube in der Regel nicht angeguckt werden. Aber eine Stunde oder dreiviertel Stunde bis 60 Minuten, das schaffen die meisten noch. Und vor allem, wenn es so gehaltvoll war wie heute. Schließen möchte ich, also einerseits mit dem Dank an euch drei, andererseits mit der Erinnerung an ein Wort, was unser Bundespräsident vor wenigen Tagen erst gesagt hat und was mich sehr beeindruckt hat. Er hat nämlich gesagt, man kann unser Land eigentlich nur mit gebrochenem Herzen lieben, unser Deutschland. Und ich glaube, auch unsere christliche Kirche, liebe Andrea, liebe Heike, ihr seid ja auch beide evangelische Christinnen, auch unsere evangelische Kirche kann man, wenn man auf die Geschichte blickt, nur mit gebrochenem Herzen lieben. Aber das darf man auch tun, sollte man tun. Und auf dieser Grundlage mit dem jüdischen Volk, mit der jüdischen Religion und mit allen Menschen, die guten Willens sind, zusammenarbeiten, damit solche Phänomene wie der Antisemitismus eben bei uns nicht mehr 25% Zustimmung finden. Das wollen wir senken, genau wie wir die Pandemiezahlen senken wollen. Das eine ist so eine wichtige Aufgabe wie das andere. Ich danke auch allen Zuschauern und Zuschauerinnen, die uns jetzt diese Videokonferenz über begleitet haben und wünsche Ihnen und euch allen eine behütete Zukunft. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören im Namen der Evangelischen Akademie Frankfurt und im Namen der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich danke sehr.